Herzlich willkommen zu einer neuen Meditationsreise durch die großen Arkana des Tarot. Und heute haben wir die Karte Das Gericht Nummer 20 der großen Arkana. Und wir sehen darauf Erzengel Gabriel mit seiner Posaune, wie er quasi wirklich so die Toten wieder auferstehen. Also das jüngste Gericht wird da gehalten. Und im Tarot bedeutet diese Karte ja die Lösung, die gute Lösung, einen guten Ausgang von gewissen Themen, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung feststeckt, da eine gute Lösung zu finden oder einfach dass Dinge, wo man auf einen Ausgang hofft oder wartet, dass Dinge wieder auftauchen, dass man die wieder findet, also dass ein positiver Ausgang einfach geschieht. Und heute schauen wir uns bei dieser Reise, bei dieser Meditation eben einfach mal an, diesen Erzengel Gabriel, also diese Posaune, ne? Und einen Weckruf wollen wir einfach erzeugen, der so stark in deinem Energiefeld, der dein Energiefeld so stark durch vibrieren lässt, dass quasi eine gute Lösung geschieht, dass eine gute Loslösung geschehen kann. Und das schauen wir uns heute an. Also stimme ich einfach mal darauf ein, Dinge richtig in die Lösung zu bringen. Schließ bitte mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und nochmal tief einatmen und wieder aus. Und erlaube dir jetzt mal, so als würdest du einen Windhauch spüren, dich einzuschwingen auf den Posaunenklang von Erzengel Gabriel. Der schickt dir wie einen Weckruf, einen Energiestrahl, der dich aus deinem Alltag erlöst und öffnet. Also der Energiestrahl öffnet dich jetzt, öffnet so ein bisschen die Dimensionen. Also der Alltag, in dem du steckst, da tut sich jetzt eine Türe auf. Und durch dieses Portal fließt göttliches Licht zu dir. Und dieses Licht erinnert dich daran, dass Dinge im Fluss sind, dass sich Dinge bewegen, dass sich Dinge zum Positiven fügen lassen. Und vor allem fließt dieses Licht in die Bereiche des Zwischenmenschlichen. Also dieses Licht fließt jetzt in zwischenmenschliche Bereiche und erlaubt dir, dort Dinge in die Lösung zu bringen, in die Erlösung zu bringen. Einen Weckruf zu starten, wenn du in einer Beziehung stehst, dass die wirklich eine gute Wendung nimmt, dass alles, was feststeckt, sich lösen kann. Sämtliche Einbildungen und Bilder können von dir genommen werden durch diesen Weckruf. Also in zwischenmenschliche Beziehungen fließt jetzt diese Weckrufenergie. Und du spürst, dass sich Dinge klären zwischen dir und deinem Partner, deiner Partnerin, zwischen dir und deinen Kindern vielleicht, zwischen dir und deinen Eltern. Das ist wie ein Staubsaugerwerk, das fast. Klären sich jetzt Beziehungen und Verbindungen. Und es geht noch weiter in dieser Klärungsenergie. Zuerst in das Zwischenmenschliche. Und jetzt geht es in dein Berufsleben rein. Und auch dort erlaubst du, dass Erzengel Gabriel einen reinigenden Posaunenstoß reingibt. Das heißt, goldene Energie, goldene Frequenz der Posaune von Erzengel Gabriel fließt jetzt in dein Berufsleben rein. In all deine Projekte, zu deinen Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen. Und diese Energie
transformiert sich jetzt und dieser Weckruf wird eben lauter und heller, sodass alles, was dir im Berufsbilden im Wege steht, auf deinem Berufsweg wirklich, was das blockiert, wo du dich im Kreis drehst, all das kann sich jetzt lösen. Und das nächste Gebiet, wo Erzengel Gabriel seine Energie hinschickt, ist der Bereich deines Wohnraums. Dort, wo Dinge gelagert sind, die vielleicht nicht mehr dorthin gehören, die gehen dürfen. Dort, wo du Dinge verlegt hast, auch diese Energie kommt jetzt in Bewegung und kann sich eben lösen, kann wieder auferstehen. Vielleicht möchtest du ja auch umziehen und dann kommt die Energie eines Umzugs damit rein, wird das gefördert. Also du merkst wirklich, dass sich sämtliche Lebensbereiche durch diese Frequenz reinigen. Das Zwischenmenschliche, das Berufliche, das Private, das Wohnen. Und in dieser Frequenz, in dieser Reinigungsfrequenz spürst du, dass vor dir ein Licht erscheint. Zuerst nur wie ein Punkt, ein heller, strahlender Punkt. Und du bewegst dich jetzt auf diesen Punkt zu. Und du spürst, dass durch diesen Punkt das Tor durchschritten wird der Wiedergeburt. Das heißt, alles Alte fällt von dir ab. Und mit dem Alten sind auch karmische Verstrickungen gemeint. Es ist ein Weckruf, dich aus Kampf und Ohnmacht herauszulösen, dich aus alten Konflikten herauszulösen, sodass du ganz frei sein kannst von allem, was feststeckt. Und du erlaubst dir jetzt durch dieses Tor der Wiedergeburt hindurchzugehen und alles Alte hinter dir zu lassen. Und du gehst jetzt über diese Schwelle, durch diese Schwelle hindurch. Und du spürst, dass Gabriel, der dich gerufen hat, jetzt auf dich wartet und dich bei der Hand nimmt, dich reinigt und dich in dein neues Leben führt. Und erlaube dir jetzt einfach mal diese Energie zu spüren. Und spüre auch, dass alle Entscheidungen bereits getroffen worden. Niemand richtet über dich, niemand verurteilt dich, du verurteilst dich selber nicht. All das ist getroffen worden und liegt weit hinter dir zurück. Du spürst einen Platz des Neubeginns, einen Platz der Veränderung und einen Ort, wo du absolut in deinem Licht, in deiner Wirklichkeit dich verwurzeln kannst und neu beginnen kannst. Das Alte fällt hinter dir ab und du bist ganz im Hier und Jetzt. Und nun erlaube dir nochmal Heilung in dich einfließen zu lassen. Heilung, das alte Muster abfallen. Heilung, dass du ganz bist, dass du absolut bei dir bist, dass du emotional, seelisch, mental, körperlich ganz im Hier und Jetzt bist. Alles, was alt an dir war, was krank an dir war, fällt von dir ab.
Und jeder Funken, jede Zelle in deinem Körper schwingt jetzt in der Energie des Neubeginns, des Neugeborenen. Erlaube dir jetzt mal diese Energie tief einzuatmen. Und ganz in dich einfließen zu lassen. Erlaube dir auch, ganz klar und bewusst zu sein und einen neuen Fokus zu finden. Und du spürst jetzt, du bist unendlich getragen und gehalten. Und du spürst, du hast das Gericht, das letzte Gericht hinter dich gebracht und bist jetzt neu geboren. Atme noch mal tief ein und wieder aus. Und dann bedanke dich bei deinen geistigen Helfern und Führern, bei Erzengel Gabriel, der dich begleitet hat auf dieser Reise. Und erlaube dir jetzt wieder in deinem Tempo dich durchzustrecken, nochmal nachzufühlen und genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukommen und klar und bewusst dich zu erden. Und wenn du dich gut wieder spüren kannst, dann kommst du ganz ins Hier und Jetzt zurück und fühlst dich klar und entspannt. Wie ist es dir bei dieser Reise gegangen? Was hast du wahrgenommen? Wie gesagt, das war jetzt mal so zur Karte das Gericht, die großen Arkane Nummer 20. Und ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Du hilfst dabei dem Kanal zu wachsen und auch, dass mehr Aufmerksamkeit kommt. Und abonniere bitte den Kanal. Und wie immer wünsche ich dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Renny. Tschüss.